Täglich grüßt das Murmeltier. Ich stehe jetzt bei Leipzig. Es war eine sehr tolle Rückfahrt gestern. Wahrscheinlich jetzt eher im letzten Video. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann 2:30 angekommen. Es war anstrengend. Aber eine neue Gewitterlage steht an. Es sieht aus, als wäre es tendenziell ein bisschen weiter nach Sachsen rein verlagert. Vor der Kaltfront, die morgen durchgehen wird, etabliert sich ein kleines Bodentief, was mit einer Konvergenz für entsprechende Gewitter sorgen könnte. Die Luftmasse in Sachsen ist relativ energiereich, schöne Taupunkte in den 12er, 13er Regionen. Ja, Einstrahlung ist auch da, was gut ist. Und es quillt auch schon relativ schön. Warten wir mal ab. So, ein erster Versuch. Ich glaube allerdings nicht, dass das machen wird. Aber wie auch immer, ich werde mal ein bisschen beobachten. Das ist gerade die Zelle nördlich von Bonner. Aber ich habe keinen Plan, ob die es machen wird. Ich weiß es wirklich nicht. Hoffentlich macht es. Dafür würde ich nämlich ganz gut stehen. Tja, irgendwie sieht es schon cool aus. Ja, sieht so aus, als organisiert sie sich ganz gut. Sieht auf jeden Fall ein bisschen eingedreht aus irgendwie, habe ich das Gefühl. Gerade wieder ein bisschen auf. Kurzzeitig sah es aber sehr cool aus. Weiß nicht mal, ob man dieses bisschen Fraktus dort sieht. Es ist so low contrast. Keine Chance. Oh, Scheiße. Ach, Rindy, warum machst du sowas? Oh. Ja, well. So, neue Zelle, wir stehen gerade bei Bad Lausick. Ich habe so ein bisschen Vermutung, dass das die Zelle ist, die hier möglicherweise berechnet wurde, die sich verstärken könnte. Deswegen habe ich mich mal hier hingestellt und warte mal ab, was die jetzt macht. Könnte sein, dass ich gleich mal ein bisschen weiter in die Richtung flüchten muss, falls die zu weit ausscheren sollte. Wenn sie ausschert, das ist natürlich fraglich. Schauen wir mal. Das war cool, diese gekippten Aufwinde. Gute Scherung. Ja, das ist irgendwie unverändert, mehr oder weniger. Es mausert sich. Vielleicht auch nicht, vielleicht stirbt es auch gerade, aber es donnert. Oh, das hat zweimal gedonnert. Also. So, ich stehe auf meinem Autodach und es gibt eine schöne neue Perspektive, muss ich sagen. Ziemlich cool. Da es gerade freundlicherweise anfing zu regnen, stehe ich mit meinem Regenschirm über der Kamera und versuche sie vor bösem Regen zu schützen. Ich bin nicht scharf, aber... Okay. Was mich überrascht, ist die unglaublich geringe Donner- und Blitzrate. Es blitzt ja quasi gar nicht. Thank you.
habe das Gefühl, wir müssen uns bald bewegen. Sobald sich das dort verstärkt. Aber erstmal bleiben wir noch ein bisschen hier. Denn es sieht noch ganz cool aus. Nein, kein Regen. Kein Regen. Weg mit dem Regen. Och. Okay. Okay. Zeit für den Schirm. Mal wieder. Einfach mal aufhören, vorlaufen zu regnen. Wäre das eine Option? Definitiv noch mal eine neue Basis. Und dort ist auch noch mal ein neuer Aufwind. Wahnsinn auch, wie die jetzt weit vor den Niederschlag läuft. Da pusht voll der Outflow raus. Das müssen wir gar nicht probieren, da davor zu kommen. Das schaffen wir eh nicht. Jetzt ist es wirklich tot. Naja. Schick. War doch ganz solide.